durch eine Lifeline-Party irgendwann 96, glaube ich, da nach London geflogen und da alles angeguckt und Platten gekauft und seitdem. Ich wurde von sehr netten Menschen, die ich in Bremen kennengelernt habe, inspiriert dazu und mitgenommen quasi und eingeleitet. Also erst bin ich über Hip-Hop, über Reggae, dann zu Drum Bass gekommen. Also 1994 hat ein Kumpel von mir, vielen Dank an Rodney an dieser Stelle, mir mal eine CD empfohlen und gesagt, in dieser Reihe von den CDs, da wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren viel passieren. Irgendwann so in den early 90s, wie das so war, ne? Man hat Prodigy gehört, man hat irgendwann die ersten, was weiß ich, General Evil, sonst was gehört. Scheiße. Ehrlich gesagt, durch meine Schwester. Also bei mir war es ein Besuch in London, wo ich das zum ersten Mal gehört habe und danach war ich infiziert und sofort dabei. Jungle war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Wir waren bei uns in Walsrode, da wo ich früher gewohnt habe, beim Skaten. Und da kam unser Uber-Guru-Skater an und hat eine Überspielung von der Downbeat in the Jungle 1 gebracht. So. Ja, durch einen Kollegen auf Partys. So. Achso, ich weiß es jetzt wieder. 93 war das über Breakbeats. Einfach reingerutscht. Nie aufgelegt, nur gehört und dann Drum & Bass. Jungle. Durch einen Freund. Also ich habe das erste Mal bei ihm im Auto und Tape gehört und seitdem finde ich Jungle halt voll geil. Ich bin also von der Trip-Hop Big Beat Geschichte, so 94, 95, eigentlich auch schon nebenbei immer was gehört. So die ersten Sachen halt. Und dann da halt immer tiefer reingerutscht. 94, 95 bei uns auf den ersten Partys aufgelegt und da Oldschool gespielt und dann über den Oldschool, oder in England sagt man Hardcore, bin ich dann halt zu Jungle Drum & Bass gekommen, das war dann 95, 96. London Aufenthalt und Cool FM gehört, den legendären Piratensender, und da war es um mich geschehen sozusagen. So. War Alex das Problem zunächst, man konnte die Klappe nicht finden, also ich konnte sie zumindest nicht finden, hatte derbe Schwierigkeiten. Und naja, hab dann irgendwann auch Platten gekauft, die allerdings, ich weiß noch, meine ersten Käufe waren Fehlkäufe. 1998 erst die erste Party und dann, ja, ging es seinen Weg. Und irgendwann hat mich mal irgendwer zu einer 97er Party mitgeschleppt ins Bier 2 und seitdem dachte ich, ey, Drum & Bass ist voll Hammer. Und dann irgendwann habe ich einen Kumpel kennengelernt und da haben wir gesagt, MCs sind doch voll cool eigentlich in Drum & Bass Szene. Und dann meinte er, ja, voll Hammer. Und da habe ich gesagt, ey, lass mal MCs werden. Und irgendwann haben wir irgendwann Ende 98 haben wir dann angefangen, MC zu werden. Das war sogar bei mir im Römer, wo ich zum ersten Mal auf den Jungle zurückgekommen bin. War damals Alex Überschall, hat mich auch so von seinen Sets und dann auch so eine Mischung aus, was weiß ich, Hip-Hop, Rock, whatever, so. Locations oder wenn nicht die beste Location in Norddeutschland beschreiben, weil es einfach vom Sound her, was sehr wichtig ist bei Drum & Bass, also wirklich eine 1A-Location ist mit wirklich richtig gutem Sound. Vom Aufbau her von der Location finde ich es auch sehr gut, weil es ist halt einfach nicht dieser Lagerhallen-Style, einfach eine riesen Halle, zwei, drei Tische, ein Eingangsbereich und dann Party. Es ist auch sehr mit sehr gemütlichen Ecken dort. Im Aladdin, man hat einen Balkon, wo man von oben alles schön übersehen kann oder überschauen kann. Lichtanlage ist auch sehr gut, riesen Laseranlage und so weiter und so fort. Also ich bin mit der Location sehr, oder wir sind mit der Location sehr zufrieden und werden auch weiterhin bei dieser Location bleiben.
Die lange Schlange an der Kasse und draußen. Ja, genau. Die gefällt uns gar nicht. Auf jeden Fall gefällt mir der Backstage-Bereich. Was uns am meisten gefällt, sind die breiten Leute hier. Größten Teil die Rave-Atmosphäre, aber ich gehe auch gerne in Clubs, weil es halt einfach familiärer und netter ist. Und auf diesen ganzen Raves hast du das meistens, dass die DJs halt nur diese massenkompatiblen Sachen spielen, wo 1000 Leute Rewind brüllen und so. Deswegen stehe ich lieber auf Clubs, wo die Leute halt andere Sachen spielen und das Ganze ein bisschen kleiner und familiärer ist. Clubpartys. Und warum? Ja, weil halt die Leute, das ist wie so eine große Familie, jeder kennt sich, es sind immer die gleichen Leute. Und auf Raves laufen alle nur voll breit rum. Und Ordnung, hier im Aladdin, wir immer astreinen Sound. Genau. Andere Locations sind auch nicht schlecht, haben wir mal was Neues. Wurzeln, was die Szene angeht, liegen, denke ich, bei uns allen, also oder bei mir ganz speziell, im Rave-Bereich, ganz sicher, weil das ist, womit ich angefangen habe ursprünglich. Jetzt mittlerweile würde ich mir wünschen, ein bisschen mehr Club-Geschichten zu machen, aber es ist sicher so, dass ich ganz genau weiß, dass meine Wurzeln da in dieser Rave-Szene in Bremen liegen. Das werde ich auch nicht vergessen. Mein Stil? Sag ich mal, etwas fröhlicheren Style. Also ich stehe nicht so auf diese harten Sachen, so, ich will jetzt kein Label nennen, aber es ist einfach so, ich mag einfach Drum and Bass, der mit Gesang, Vocals und so weiter ausgestattet ist. Ja, ich meine, ab und zu sind ein paar ganz ruhige Platten nicht schlecht, aber ich stehe da eher so auf die Crowd-Pusher-Scheiben mit schönen Bassline und so und wo alle mitsingen, das ist schon viel besser. Alle probieren everything. Ein bisschen chatten, ein bisschen singen, ein bisschen Double-Time-Chatten, alles von ein bisschen so. Das mein Motto ist eigentlich primär, weniger ist mehr, so sollte es bleiben. Nicht im Mix, nicht über Lyrics, nicht über Vocals reden und sonst ein bisschen von allem hosten, chatten, toasten, singen. Also ich versuche mich nicht irgendwo anders dran zu orientieren, obwohl das natürlich immer schwer ist. Man kann seinen Stil nicht beschreiben und somit ist das letztendlich den Besuchern oder den Zuhörern überlassen, den Stil zu beschreiben. Also es gibt einfach zu viele Leute, die es machen, es wiederholt sich alles, es kommt nichts Neues rüber, alles wird irgendwie langsam ausgeschöpft. Früher war das immer noch so irgendwie, da kam eine neue Platte so, oh, und da ist irgendwie was Neues und was Geiles so und das langsam ist einfach Ende. Jetzt kommt nur Scheiße. Jetzt wiederholt sich alles immer und da muss irgendwie was Neues passieren. Also ich würde sagen, Alkoholiker. Also ich lese immer so in diversen Foren und so, liest man ja immer sowas von wegen Hits rauf und runter, also wenn ich so mitspiele, ich sicherlich eher Hits als irgendwelche B-Seiten oder was weiß ich so. Also. Sensimilia. Jeder hat seinen eigenen Stil in dem Sinne. Wir nennen also eher so Nicki Black Market Sound auflege und nicht jetzt so Loxy und Ink Style. Wenn ich in einen Club gehe zum Beispiel und dann irgendwie früh spielen muss, da dann irgendwie so gleich so mega um 10 schon anfangen, das Geknüppel da drauf zu fahren. Drum Bass Reggae Style. So würde ich es nennen. Ja, anders. Keine Ahnung, man hat irgendwie gerade in dem Moment super wütend. So. Ich denke, dann stehe ich zu Hause und wenn ich dann so für mich irgendwie Platten auflege, so, dann spiele ich bestimmt super aggressive Sachen. Grundsätzlich direkt Stil habe ich eigentlich, glaube ich, nicht. Würde ich jetzt mal so behaupten. Dementsprechend, wenn das Wetter gut ist, dann habe ich voll Bock auf Liquid. Und das ist natürlich auch noch abhängig vom Publikum. Aber eigentlich immer das, wo ich gerade Lust zu habe. Also das heißt, ey, ich fühle mich jetzt gerade so, dass ich diese Musik spielen könnte. Und das soll nicht heißen, dass ich jetzt Rave oder düstere Musik spiele, weil ich denke, die Welt geht gleich unter. Sondern einfach, weil ich auch nicht
Ja, die einfach so hängen. Ich muss jetzt einfach mal den Tune spielen, weil ich muss Aggression ablassen. Also es ist immer abhängig, wie man sich gerade... Weil ich als DJ auf jeden Fall anders klingen will als die anderen, weil sonst klingen ja alle gleich. Das wäre ja langweilig. Ein guter DJ sich halt einfach dadurch auszeichnet, dass er sich darauf einstellt, was gerade passiert, was gerade in diesem Laden passiert, was gerade mit den Leuten passiert und in dieser Situation weiß, was er tun muss. Und das ist für mich die höchste Vollendung. Und deswegen ist es aber schwer, selber darüber zu sprechen, wie der Stil eigentlich ist. Das liegt einfach anderen zu entscheiden. Line-up sind Mampy Swift mit Isis Ree auf jeden Fall. Ich finde es ehrlich gesagt traurig von den Leuten, wenn die nur kommen, wenn Engländer kommen, so, weil ich komme nicht eher, um Engländer zu sehen oder mir zu gucken, wie der aussieht, sondern um die Mucke zu hören, nicht weil der aus England kommt. So. Aber da müssen schon UKs am Start sein, so. Sprich Mampy Swift, sprich, weiß ich, Destroyed Minds oder... Also vielleicht sind sie genauso gut, aber sie haben auf jeden Fall nicht den gleichen Wert, glaube ich. Also wenn jetzt auf dem Flyer steht, da ist einer aus London, ist es immer noch mehr wert, also für die Leute, denke ich mal, als wenn da einer steht, der kommt aus Bremen oder aus Mannheim oder aus Hamburg oder was weiß ich. Nein, finde ich überhaupt nicht. Zum Beispiel wie in Buchholz, da ist ja jetzt bald eine Party und da gibt es halt eine German Area und da sind halt nur deutsche DJs und finde ich voll in Ordnung, weil die geben sich auf jeden Fall noch mehr Mühe als die, die das schon jahrelang machen. Dann gutes Line-Up ist zum Vorheizer. Okay, Slider und Randy, die Leute von Lifeline, die geben sich schon Mühe. So, die können als Vorheizer da sein. Deutsche DJs machen auf jeden Fall mehr Party als die Engländer in letzter Zeit. Aber das Ding ist halt, Mannheim, das ist halt echt fett. Ich muss es sagen, Reis auf Mannheim und Hamburg. Ich glaube, Bremen ist Hauptstadt. Vielleicht, ich sag mal so, vielleicht ist in Hamburg und Mannheim einmal im halben Jahr oder so dann dieses große Ding und so. Also ich will irgendwie keinen Vergleich ziehen zwischen irgendwelchen Städten. Mir geht auch dies Gelaber, wir haben die dickeren Eier oder wir sind geiler. Finde ich einfach für den Arsch. Ich weiß noch damals, wo ich angefangen habe und es war so 95, 96, 97 und es haben hier Leute in Deutschland produziert, aber man hat auf jeden Fall den Unterschied von hier, Deutschland zu England gemerkt, weil die halt den Vorsprung haben. Es gibt diesen zeitlichen Vorsprung von 5 bis 10 Jahren, die die Leute in England haben. In den Plattenläden, da stehen dann richtig geile Sachen, die werden nicht gekauft, weil sie nicht aus England kommen. Und ich denke, auch die DJs sollten sehen, dass sie ihren eigenen Style finden, was ihnen persönlich gefällt. Wenn sie alle den gleichen Style haben, das heißt alle Dillinger und Ram und Bad Company spielen, finde ich es irgendwo scheiße. Die Skills waren sie immer genauso gut wie die Engländer. Der deutschen MCs, die besser sind gegenüber den Engländern, aber die Erfahrung, die langjährige Erfahrung der englischen MCs im größten Sinne ist, glaube ich, erstmal nicht einzuholen von deutschen MCs, da wir in der Woche vielleicht maximal 2-3 Gigs haben und sie da drüben 7 bis 12 Gigs vielleicht und das dann über 8-9 Jahre und bei mir in meinem Falle erst über 3 Jahre, ist es, glaube ich, nicht unbedingt einzuholen, aber die Art und Weise, wie man mit dem Publikum spricht und dass man sich nicht selbst in den Vordergrund zieht und dass man den DJ hypt und da können sich manche englische Leute doch schon bei manchen deutschen Leuten was abschneiden, meiner Meinung nach. Was natürlich produktionstechnisch ist, das natürlich noch eine andere Liga irgendwo, was aber allerdings natürlich mit Erfahrung zu tun hat, was mit Budget zu tun hat etc. Aber auch da, muss man ja sagen, stehen eigentlich deutsche oder wie auch immer außer englische Sachen mittlerweile eigentlich den Engländern nichts nach. So, ne? Also eigentlich, weil da gibt es viele gute Sachen. Es gibt auch viel Müll, aber bei englischen Sachen gibt es ja immer noch viel Müll. Jeder versucht, England zu kopieren. Das soll kein Diss an alle Leute sein, anfangen muss jeder, aber es ist so, dass sich viel zu viele Leute am englischen Drum Bass orientieren und nicht ihr eigenes Ding fahren. Die haben auf jeden Fall sehr stark aufgeholt. Also es gibt in Deutschland sehr viele gute Labels, sehr viele gute DJs, sehr viele gute Partys. Es gibt auch gute Partyreihen, die ohne Engländer funktionieren. Und da, denke ich mal, haben wir stark aufgeholt. Also wie gesagt, es gibt
die, oder es gab jetzt zum ersten Mal die Made in Germany in Mannheim, da haben nur deutsche Acts gespielt und es war eine Bombenparty, es war gut besucht. Wir bieten die Lifeline Jam an, wo wir auch nur deutsche Acts haben und wir haben identische Besucherzahlen als wie zum Beispiel bei einer Party mit Engländern, jetzt Good Vibrations, Timecode und so weiter, und es ist auf jeden Fall, also wir sind nah dran und ich sag mal, wir sind sogar gleich, wir halt auf einem anderen Level. Es ist immer klar, irgendjemand entwickelt irgendwas oder erfindet irgendwas. Egal, wenn sie gut auflegen, dann tanze ich halt und wenn nicht, dann eben nicht. I'll be honest, yeah, more of a lively vibe in Germany than back home. I've been here twice and so far, I have to say, To be honest, if I knew German personally, me, I would do some. I'd do some lyrics in German out of respect and everything, because I really want to learn German and I don't. Badly word. I mean, yeah, I think sometimes maybe they should do a little bit, mix and match it. Love it. I think this is my fifth time. Let me shake. We make your life, let me shake. Whoever dies.
Wir haben 94, wenn mich nicht alles täuscht, angefangen. Ohne Büro, ohne alles, kam einfach die Musik von England rüber. Ja, früher war es halt ein bisschen anders, so würde ich sagen, weil die Leute einfach irgendwie mehr zusammengehalten haben oder keine Ahnung, woran das auch liegt. War auf jeden Fall, war es anders. Man kann es schwierig beschreiben, ich denke mal, die Leute wissen, was ich meine, die schon länger auf Partys sind. Gute Freunde von mir haben die ganze Sache aufgegriffen, haben damals die ersten Partys im Tanzstudio De Borelli, hieß das, hier in Bremen veranstaltet. Die Party hat sich dann immer weiter etabliert, es sind Leute von überall her gekommen und ich meine, das Ganze im Tanzstudio De Borelli ging ein Jahr, dann ist das Ganze weitergewandert, dann ins Tivoli. Also im Endeffekt hat sich da nichts viel geändert, aus der Sicht des Künstlers. Also wo ich das erste Mal aufgelegt habe, 95, und wenn ich da heute oben stehe, weil erstens mal bin ich ein Mensch, der nicht in die Menge guckt, also der nicht irgendwie sich einzelne Menschen raus und sieht, wie da feiern, sondern mich eher auf die Platten konzentriere als alles andere. Und daher hat sich eigentlich nicht viel geändert, weil ob da jetzt im Endeffekt 14-Jährige rumhampeln oder 20-Jährige rumhampeln, in Anführungsstrichen, das nehme ich gar nicht wahr. Also die Musik hat sich geändert, mehr nicht. Und im Tivoli war dann, sag ich mal, so 96 der erste Durchbruch mit der erstgrößeren Partys, auch mit englischen DJs und so weiter. Wir haben dann auch schon mehrere Areas angeboten, das heißt Drum and Bass, Oldschool und Hardcore. Und die Partys waren damals auch noch so aufgebaut, wir hatten zwar verschiedene Areas, aber es war in der Main Area eigentlich immer so gemischt, dass erst ein Jungle-DJ und dann ein Happy-DJ aufgelegt hat. Aber generell an den Partys an sich hat sich nicht viel geändert. Die Partys unterscheiden sich natürlich einfach dadurch, dass ich früher da unten stand und selber Party gemacht habe, jetzt mittlerweile da oben stehe und immer noch super viel Spaß dran habe, aber es einfach auf einer ganz anderen Basis betreibe. Das ist für mich der ganz klare Unterschied dabei. Die Leute sagen zwar immer, das wird irgendwie alles schlechter, aber für die Kids, die jetzt hier heute das erste Mal da sind, ist es genauso geil wie für die Älteren, die das erste Mal früher da waren. Ich war heiß auf den Schild so und dementsprechend wurde für mich jetzt, und komme ich auch weniger aus dieser. Dadurch, dass ich allein ein paar Jahre älter bin, habe ich mich natürlich nie in diesem, was weiß ich, Barelli und sonst was da, in diesem Dunstkreis bewegt. Dementsprechend, ich hatte Bock auf den Sound, hatte auch Bock auf, also diesen Sound auf Party zu feiern und nur diesen Sound, nicht so wie im Römer 50 und so, das war mir halt nicht genug. Dementsprechend habe ich damals angefangen, das waren auch so Grünstraße, mäßig so kleine Dinger mit irgendwelchen Leuten, die ich irgendwie kannte. Es waren auch zum Teil sogar irgendwie ein paar Holländer dabei, keine Ahnung, wie das alles zustande kam. Auf jeden Fall war ich heiß, habe halt die ersten kleinen Sachen gemacht. Da gab es ja so ein paar Probleme mit anderen Veranstaltern, das will ich jetzt nicht mehr darauf eingehen, aber und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt auf diesem Level klein und so, das macht keinen Sinn. Entweder ganz oder gar nicht. Leute, die damals feiern waren, mit ihren Freunden unterwegs waren, viele in ihrem Alter hatten. Jetzt sind sie natürlich rausgewachsen und sagen, ja, damals war alles besser. Partys, what we love, and Partys, what we need. Es gibt auch bessere Drogen jetzt. Billiger wahrscheinlich. In meinen Augen überhaupt nicht, weil ich finde, hier kommen voll viele Leute nur hin, um Drogen zu nehmen und scheißen auf die Musik. Ich weiß, ja, eigentlich gehört Drum, Bass und Drogen gar nicht zusammen. Aber weil das halt irgendwie auch schon wird. Irgendwie verbinden die Leute das damit, obwohl es eigentlich gar nicht sein muss. Also bei mir ist es. Ich bin voll drauf backen geblieben und ich würde sagen, es bedeutet mir sehr viel. Es macht mir gute Laune im Kopf, ich muss mich dazu bewegen, auch ohne Drogen.
und es ist einfach fett. Weil wir die Musik mögen, weil es lustig ist, weil die Leute stimmen, weil man einfach Party machen kann. So. Und es sind keine arroganten Leute hier, die ihre Nase sonst wo tragen. Die netten Jungs natürlich. Ja, und die auch. Die netten Jungs. Die gut aussehenden netten Männer. Die Schnitten. Überall rennen auf Jungle Partys breite Leute rum, aber ich meine, es geht auch ohne auf jeden Fall. Kann ich zumindest sagen. Aber jetzt zu 90%, was ich halt sehe auf dem Publikum, halt ist es hauptsächlich Drogen nehmen, Mucke feiern und ich bin ein Junglist, was ich halt völlig als falsch ansehe. Leute, nehmt nicht so viel Drogen, wenn ihr noch so jung seid, da nicht mit umgehen könnt. Also ich war in Köln auf einer Party so, da sind auch nicht so viele verpeilte Leute, die irgendwie total verschallert sind, weißt du. Da trinken die Leute mehr und gehen mehr auf die Musik ab. Zum Teil ist das auch mit den Drogen auf den Partys ein bisschen schlimmer geworden, aber es ist in Mannheim viel schlimmer als. Weißt du, aber ich finde zum Beispiel Hip-Hop, Drum, Bass, so das gehört schon zusammen. Also Drum, Bass ist Hip-Hop nur schneller, weißt du, so man kann sich darauf ausdrücken, so es ist ein geiler Rhythmus da, es ist nicht dieses. Ohne sehr große, wir hören das ungefähr 10 Stunden am Tag, kriegen manchmal schon leichten Schaden davon, dann machen wir so für 10 Sekunden aus. Wir können gar nicht ohne Jungle leben. Nee, ja? Wir sind zu nervös. Wenn keine Musik läuft, ist der Raum irgendwie nackt. Denn im Vordergrund sollte immer die Musik stehen und nicht der MC. Der MC ist da, um die Masse noch mehr anzuhypen. Auf jeden Fall definitiv jemand, der mit den Leuten zusammenarbeitet, nicht sich selbst in den Vordergrund stellt und über die Musik stellt und nur Ärger mit dem Soundengineer hat und seinen Mic lauter haben will. In Norddeutschland kann ich sagen, dass es absolut eine Rennerei ins Bodenlose ist, weil jeder nur versucht, schneller zu sein. Jeder versucht, England zu kopieren. Also von den MCs her glaube ich, dass die meisten MCs, also gerade in Norddeutschland, ein Geltungsbedürfnis haben, das überhaupt nicht mehr irgendwie zu toppen ist. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie auf DJs, auf Musik oder irgendwas eingehen, sondern ich glaube nur, dass sie an ihrer eigenen Show interessiert sind. Das ist alles. Alles etwas zu viel, so DJs definitiv untergehen. Aber es geht zurzeit wieder etwas zurück von diesen 6, 8 MC-Lineups und geht wieder zurück in die Richtung, wie es von 1998 und 2000 war, mit 3 MCs für 8 DJs oder so. Es ist ja so, dass man sowieso nicht so ganz versteht, was sie erzählen, aber... Make it a session day for the day, you crack it up to get them say. Move for the beat, but the ball, what play, but the groove, the bite to the night, okay. Move for the beat to the dead DJ, what about the bait, but the even play. Make it a session day for the day, make it a session day for the day. Der die Sprache, in der er redet, beherrscht, der
nicht nur auf eine Art und Weise, also nicht nur durchgehend im Ragga-Flow chattet und auch nicht nur durchgehend Double-Time chattet, sondern auch mal eine Pause macht und auch vielleicht mal was anderes ausprobiert, ein bisschen Freestyle sollte vielleicht dabei sein. Auf jeden Fall definitiv jemand, der mit den Leuten zusammenarbeitet, nicht sich selbst in den Vordergrund stellt und über die Musik stellt. Und die Tendenz ist gerade in Bremen, denke ich, schon so da, dass die MCs letztendlich gerade, was die ausländischen Künstler angeht, in dem Sinne mehr gehypt werden, weil sie diejenigen sind, die die Autogramme schreiben. Also ich finde, ein MC sollte erstmal seinen eigenen Style finden und nicht irgendwie 100 One Nation Tapes hören und versuchen, Skibber oder Foxy oder irgendwelche Leute nachzueifern. Die sollten sehen, dass sie ihren eigenen Stil finden. Wenn der Stil deutsch ist, ist es gut, wenn sie es drauf haben, wenn sie vernünftigen Flow haben. Mir ist es im Endeffekt egal, da ich MCs eher in der Nebenrolle sehe, dass sie die Musik unterstützen sollten und sich nicht im Vordergrund spielen sollten. Und von daher sollten die MCs erstmal lernen, die Musik zu unterstützen, auf den DJ zu hören, auf die Musik zu hören und nicht nach vorne zu gehen und sagen, hier, ich bin der Don und den Leuten ihren Style aufdrücken, sondern sollten lange an sich arbeiten. Wenn ich zum Beispiel Stunner und Maxi sehe, die sind seit Ewigkeiten dabei und mittlerweile rocken die Hälfte der Engländer in Grund und Boden. Von daher sollten die Leute einfach nur zu Hause sein, arbeiten und dann versuchen hochzukommen und nicht durch irgendwelche Geschichten wie Mikes klauen oder einfach hingehen und rumbrüllen. Einfach nur arbeiten und ob es dann Deutsch oder Englisch ist, ist mir im Endeffekt egal. Aber die Mucke muss immer im Vordergrund stehen, immer. Also DJ Number One, dann kommt alles dahinter. DJ Andy! Was ich zurzeit oft sehe und was vielleicht nicht so gut ankommt, ist einfach auf die Bühne zu klettern oder zu gehen oder wie auch immer, sich dahin zu bewegen und einfach drauf loszugehen. Ihr solltet doch vielleicht als allererstes mal mit dem Veranstalter reden, sagen, dass ihr auch ein MC seid, dass ihr vielleicht am Ende vielleicht auch gerne mal reden möchtet oder MC möchtet und primär erstmal mit dem Promoter das absprecht und dann mit dem jeweiligen DJ euch davor stellt, sagt oder fragt, ob er was dagegen hat, wenn ihr MCt. So sollte der Weg laufen. Ja, mittlerweile ist halt der Status des DJs so, dass viele Leute halt sehen, oh geil, die Leute mixen und haben viel Feedback. Das will ich auch machen. Wir bekommen hier also regelmäßig, ich sag mal in der Woche vielleicht 5 bis 10 Stück Demo-Tapes. Wenn jemand gerne auflegen möchte, muss er ein einstündiges Demo-Tape an uns zuschicken. Auf dem Demo-Tape muss auf jeden Fall Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, wenn vorhanden, Webseite, wenn vorhanden, drauf sein, dass man diesen DJ dann auch anrufen kann, beziehungsweise sich bei ihm melden kann. Das machen wir eigentlich grundsätzlich, dass wir anrufen und sagen, wir haben ein Tape bekommen, wir haben es uns angehört, es war gut, es war schlecht, ein bisschen was machen, da, oder ey, wir fanden dich echt super. Und dann laden wir diesen DJ ein. Wir bieten jetzt seit 2004, was wir auch schon in 2000, 2001 gemacht haben, regelmäßig Partys an, wo wir neue DJs fördern. Und da werden wir halt immer jetzt nach und nach, wenn diese Partys sind, halt neue Talente zum Einsatz bringen, um diese halt auch zu fördern und dadurch natürlich dann auch die ganze Sache voranzutreiben. Ich denke, wenn man sich gleich richtiges Equipment, also 2 Techniks zulegt, da macht man auch nichts verkehrt. Entweder man bleibt dabei und freut sich darüber, dass man so hat, oder man gibt es auf und die Dinger verlieren einfach nicht ihren Wert. Die Leute schreiben sich die BPM-Zahlen auf die Platten oder was weiß ich. Das ist meiner Meinung nach alles Bullshit. Also entweder es rollt oder es rollt nicht. Man braucht vielleicht ein klein wenig, weiß ich nicht, vielleicht 5% Talent, um auflegen zu können oder um sich von den anderen abheben zu können. Aber Musik machen zu können, da braucht man auf jeden Fall 100% Talent. Das ist einfach der Unterschied. Deswegen kann man beim Musikmachen niemandem einen Tipp geben. Einfach nur sagen, hey, hast du es verstanden, wie man Musik macht? Hast du Klavierunterricht gehabt? Kannst du Noten spielen? Kannst du Noten lesen? Kannst du es zusammensetzen? Dann bist du gut. Du hast das Talent dafür, du hast das Gefühl dafür. Und DJ, hier, kauf dir das Equipment, kauf dir Platten und üben. Es gibt sicherlich auch Leute, bei denen es alle Hopfen und Malz verloren sozusagen, weil entweder du hast ein Taktgefühl, ein Rhythmusgefühl etc. oder du hast es nicht so. Ne? Dann hat es mir mal gezeigt und warum soll ich es nicht den anderen zeigen? Also es ist ja, wie gesagt, das ist ja einfach nur eine Sache, die bringt das Ganze weiter voran. Je mehr DJs es gibt und je mehr Freunde haben die natürlich auch, je mehr Leute gehen zu den Partys und so weiter und so fort. Also wenn man das vorfällt, sollte man sich vor allen Dingen auch mit der Materie Drum Bass auseinandersetzen, allgemein, Geschichte etc. um das überhaupt richtig verinnerlichen zu können. Worum es geht, worum die ganze Geschichte geht, um überhaupt. Ich denke, wenn das schon jemand macht, Maschen gefallen ist, ja genau. Wenn jemand das schon tut so, und wirklich weiß, was abgeht, so, dann will der auch. Und dann ist das mit dem Auflegen, denke ich mir, auch gar nicht mehr so weit weg. Aber ja, letztendlich üben, so, ne? So was Wichtigste ist auch, das sind die Geld, so, ne?
und dann natürlich die guten Kleinen. Ja, wann hast du es raus? Irgendwann testest du es vor Publikum. Und wenn die dann auch noch tanzen, was willst du mehr so, ne? Und man kann nur jemanden für irgendwas begeistern, wenn man ihm das auch vernünftig zeigt und ihm das auch nahe bringt. Also. Der beste Tipp, den ich geben kann, was zu produzieren angeht, ist weniger als mehr. Wenn du gut auflegen möchtest, ein guter DJ sein willst, sei du selbst und kopiere nicht von irgendwelchen anderen Leuten. Das große Problem von vielen Plattenläden, dass sie einfach nicht auf dem Schirm haben, dass nicht jeder Dienstag und Freitag, meinetwegen, wenn die Neuheiten kommen, auf der Matte steht, sondern dass viele vielleicht noch einmal im Monat können oder zwei noch seltener, die aber natürlich auch die dicken Tunes haben wollen. Das heißt, es ist immer wichtig, dafür zu sorgen. Ich meine, klar, man muss ein bisschen selektieren, wie groß ist die Nachfrage nach der Platte, aber ich bemühe mich halt immer von dicken Sachen, die die Leute interessieren, das muss nicht unbedingt mein Geschmack sein, dass die da sind. So, ne? Dass sie angrinsen auf einer Party mit einem Reden und hinterm Rücken einfach Scheiße labern. Und leider wird es einfach immer geben und gerade in der Drum & Bass Szene, wo es einfach, die ist einfach nicht so groß, die ist eigentlich überschaubar. Es gibt aber viel zu viele DJs und viel zu viele MCs für diese kleine Masse, dass es dann da immer leider gibt. Völlig klar. Crank up the volume one time. Drum-Bass ist wichtig so, weißt du, das ist echt eine Zukunftsmusik so und die sollte nicht kaputt gemacht werden. Wir hoffen nicht so hart, ich meine, es können ruhig viele Leute zu den Partys kommen, aber es soll nicht so kommerzlich gehalten werden und irgendwelche komischen schwulen Vocals in die Tracks eingebaut werden, so wie Sunglasses oder so. Auf gar keinen Fall, weil Drum-Bass schon irgendwann um 98 mal an der Schwelle stand, in diesen Mainstream zu kippen. Weil Drum & Bass meiner Meinung nach dann seine Basis verliert. Wenn Drum & Bass zu Mainstream-mäßig werden würde, dann würde dieser gesamte Underground, aus dem Drum & Bass halt nun mal lebt, völlig wegfallen. Und das wäre für die gesamte Musik nicht gut. Und ich glaube, dass Drum & Bass es geschafft hat, auf einem relativ gesunden Level zu bleiben, was das angeht. Mit immer mal wieder kleinen Veröffentlichungen, die vielleicht dann auf Majors erscheinen oder auch mal in die Charts kommen. Aber tendenziell von der Grundtendenz immer auf so einem ein bisschen Underground-Level geblieben ist. Und das ist, glaube ich, für die Musik sehr wichtig. Und es ist aber damals nicht gekippt. Und deswegen denke ich, wird es das auch nicht mehr tun. Ich glaube, dass Drum & Bass sich so halten wird, wie es jetzt ist. Sag ich, so ein großes Stil sicherlich nicht. Aber so wie es ist, ist es doch eigentlich gut. Also finde ich. Also ich bin grundsätzlich zufrieden. Es gibt genug Leute, die es hören, die es feiern. Drauf haben. Das ist nicht immer cool, aber das ist nicht zwangsweise, also das ist in jeder Musikrichtung so. Aber es gibt halt relativ viele, die sich relativ stark damit befassen und identifizieren. Und ich finde es eigentlich okay. Also, das Schöne ist ja, eine Drum Bass Party funktioniert auch ohne Hochglanzartikel in einer, was weiß ich, Tageszeitung und so weiter. Und das ist eigentlich ist es perfekt so, wie es ist. Die Szene untereinander funktioniert eigentlich. Trotz der ganzen Idioten und so weiter eigentlich ausgezeichnet. Und das ist auch gut so. Das Einzige, was wünschenswert wäre, ist, dass die Szene insgesamt vielleicht gerne ein wenig internationaler werden kann. Also weniger von England bestimmt und mehr mit Einflüssen aus zum Beispiel für den deutschen Drum & Bass, auch aus Deutschland und so weiter, für jedes Land.
weil es zu abgedreht ist, weil die meisten Leute auch nicht klarkommen. Techno ist 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ist immer stumpf. House genauso, Jungle ist ein bisschen vielfältiger und die meisten Leute kommen darauf nicht klar. Wenn ich das meiner Mutter zeige, sie schüttelt nur mit dem Kopf und sagt, das geht ja gar nicht. Ja, nicht so straff organisiert sind, so. Also ich denke, die Kastenmutterspatzen werden wahrscheinlich nicht den Flug verpassen, weil sie einfach da, keine Ahnung, anders organisiert sind. Aber alles, wo irgendwie der Künstler an sich irgendwo noch irgendwo selber dafür zuständig ist, den Flug zu kriegen und so weiter, da passiert sowas. Ne? Ich meine, im Hip-Hop ist es genauso, bei Reggae ist es genauso. Also alles, was irgendwo so ein bisschen, ja, subkulturell läuft, da passiert das mal. Bei Techno oder so sicherlich auch. So. Keine Erfahrung, aber wo die Leute einfach selber auch noch feiern, da kann sowas passieren. Das soll Underground bleiben und Hauptsache kein. Hör auf mit dem Scheiß, das soll einfach nur so bleiben, wie es ist, und das ist schon alles gut so. Aber die Musik muss so bleiben, nicht so Techno und so, ne? Party's what we love and party's what we need. Freude, Familie und Spaß. Heavy, Drugs, Kiddies. Laut, schnell, gut. Handy, Dex, XL. Voll geil. Verballer. Nein. Drogen. Drogen und Musik. Jung, durchgeknallt, aber dabei. Schnell, knackig. Super krass, ey. Drauf. Und drauf. Und drei Worte, zwei hast du noch. Ja, oder? Warte. Party, Party, Party. Beide Städte sind lange dabei. Weil Bremen, Mannheim 125 mal geiler ist als Bremen. Ich weiß das, weil ich schon über 7 Jahre feiern gehe in Bremen. Ja, das sagen die Profis dazu. Ich sag als Laie einfach mal. Mannheim ist echt 125 mal geiler als Bremen. Ist einfach so. Die letzte Meditation, die ich war, das war 97. Und diese Meditation war 125 mal geiler als jede Jungle Funny in Bremen war. Ist ja so. Keine Mannheim Funny aus der Welt gegen Bremen bis jetzt. Außer in Braunschweig. In Braunschweig im Juli. Die letzte Braunschweig im Munich. In Braunschweig die letzte Party mit Chrissy Chris und Kenny Ken und Foxy und Fearless. Die Party da war die geilste seit Mannheim 98 mit Killer Bee und Soul Train und Meditators. Seitdem gab es keine geilere Party. So, dass ich wieder mal auf Henrik zurückkomme. Daniel, du kennst dich ja auch länger mit der Frage jetzt nochmal. Also ich will irgendwie keinen Vergleich ziehen zwischen irgendwelchen Städten. Mir geht auch dies Gelaber, wir haben die dickeren Eier oder wir sind geiler.
finde ich einfach für den Arsch, weil die Szene sollte cool, Mann. Und ich bin halt der Meinung, die Szene sollte einfach allgemein zusammenwachsen und nicht jeder seine eigene Suppe kochen und sagen, hallo, wir sind die Dons, wir sind viel länger dabei, weil der Szene bringt es im Endeffekt nichts. Okay, alles klar. Also du bist MC, dann sag mal deinen Namen. Zeb One, S-A-B. Soll ich die Abkürzung sagen? Nein. Ich weiß nicht. Der kommt zum Schluss. Der kommt zum Schluss. Das schneiden wir raus. Ja, das meine ich ja halt. Die Leute sollen halt den Kopf frei machen und die Augen auf und auch sehen, dass es Sachen außerhalb gibt von England, die top sind. Kopier mich. Euch. Ja, was fragst du mich dann?